Junge, Junge, kannst du trinken? Das ist ja mal ein Rock'n'Roll-Anfang. Geil. Das haben wir alles auf Tape. Okay. Herzlich willkommen zu Jokers Disco Küche. Hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Ich glaube, ich hole mal eben Lappen. Bleib mal kurz dran, ja? Geil. Ah, geil. Das gute Bier. Ja. Zum Glück habe ich da noch was von. Ja. Mensch, was geht denn? Rock'n'Roll. Gib mir auch was. Rock'n'Roll. Das ist mal ein Anfang. Ist er schon drauf? Ja. Das ist ja geil. Wir sind schon hier. Das ist wirklich Rock'n'Roll. Ja. Daumer, ja. Was soll ich sagen? Ich war zu euphorisch. Darauf trinken wir jetzt mal. Ja, darauf trinken wir jetzt mal. Lecker. Also, herzlich willkommen zu Jokers Disco Küche. Heute am 2. Mai. 22. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Wochenende gehabt, schön in den Mai reingefeiert. Ich freue mich total, dass ich heute in diesem Kunststoffanzug sitze, weil das bedeutet, dass der wunderbare Carsten neben mir sitzt. Ich habe natürlich auch einen kleinen Auszug hier. Seitdem Carsten aus Paderborn vor über 20 Jahren bei einem Karaoke-Wettbewerb Love Me Tender ins Mikro hauchte, stehen mittlerweile für jeden Zuschauer seiner Show fest, der King lebt. Das steht so auf seiner Webseite. Er treibt es als Künstler auch gerne mal auf die Spitze. Er fährt zum Beispiel mit der Harley auf die Bühne, Kuscheltiere fliegen ihm entgegen und die Frauen kreischen, wenn sie von ihm ein mit Schweiß benetztes Seidenschälchen bekommen. Wie das alles so begann, erfahre ich nun von dir. Hallo King Carsten. Hallo. Hallo. Was geil. Sieht gut aus. Ey, ja, also die Temperaturen da drin entwickeln sich. Baumwollstrench. Ja. Das ist echt krass. Wahnsinn. Und hier auch das Geschmeide wurde mir natürlich auch angelegt. Und alles auch echt. Hier. Natürlich. Und eine schöne Kette hier mit dem King auch noch drauf. Wie geil. Wie geht's dir? Super. Ja. Ich freue mich echt wahnsinnig hier zu sein. Ich freue mich über die Einladung. Das Bier schmeckt schon. Ja, genau. Drauf und du siehst super aus, muss ich sagen. Das steht dir gut. Wenn ich mal nicht kann, sage ich dir Bescheid. Aber ich habe leider nicht so eine, ich habe leider nicht so eine Stimme. Das ist dann nur dir gegeben. Ja, Mann. Oh, Dauma. Dankeschön für die 1000 Bits. Danke, danke, danke. Letzte Woche habe ich eine Frage gestellt an den Michael und diese Frage möchte ich, glaube ich, jetzt weiter einbauen. Direkt mal so für so einen lockeren Einstieg, was ist Musik für dich? Ja, alles. Eigentlich ist es alles. Ich höre immer Musik. Ich höre immer Automusik. Ich höre morgens, wenn ich aufstehe, Musik ist das Erste, was ich mache, ist, ich mache Musik an. Mhm. Und in erster Linie höre ich wirklich tatsächlich, höre zwar auch mal andere Sachen, aber in erster Linie höre ich meistens immer Elvis Musik. Ja? Ja, ja. Das gibt ja auch 700 verschiedene Songs und da ist die Bandbreite auch sehr... Ich finde das super. Ich mag das total gerne. 700 verschiedene Songs, weil er so viele Versionen aufgenommen hat oder weil andere Künstler Elvis-Songs gecovert haben? Nein, letztendlich ist ja so, Elvis hat ja eigentlich gar kein eigenes Lied so richtig. Ne? Das sind alles Coverversionen. Der hat keinen eigenen Song. Das ist alles gecovert. Krass. Alle 700 Songs. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal gehört, das ist einer, ne? Ein Song, den er selber geschrieben hat oder so. Meine ich. Ja. Oder wo er Gitarre mitgespielt hat. Oder wo so. Er sehr erfolgreich war. Natürlich war er mit ganz vielen Liedern, die vorher nicht so bekannt waren, aber sie kommen halt nicht aus seiner Feder. Ne? Ah, ja, genau. Ja, und er hat halt, wie gesagt, ganz viele Songs gemacht, auch viele Nummer 1 Hits. Aber das war alles von anderen geschrieben. Ja. Ob es in The Ghetto ist, ob es Blues Way, das ist alles original von jemand anders. Ja, krass. Ach Mann, ey. Wie ging das denn bei dir musikalisch so los? Also so Familie... Bist du in einer musikalischen Familie groß geworden? Oder? Ja, mein Bruder macht auch Musik. Also ist jetzt nicht so, dass meine Eltern jeden Tag irgendein Instrument gespielt haben oder uns irgendwie Gesangsunterricht gegeben haben, sondern wir haben halt immer gerne Musik gehört, waren auf vielen Konzerten von verschiedenen Gruppen, haben uns alles angehört. Ja. Und mein Bruder, der macht auch Musik, halt ein bisschen härtere Musik, so eine Crossover-Geschichte ist das. Und ich habe damals irgendwie, kam das dann so, dass ich mich für diese Elvis-Musik interessiert habe und dann halt auch mir alles besorgt habe, mir alles angeguckt habe. Und dann kam eins zum anderen und irgendwann... bin ich nicht Elvis-Imitator, sondern Elvis-Performer geworden. Ah. Ganz, ganz wichtig. Okay, wo siehst du den Unterschied? Die Elvis-Imitatoren, das sind die, die sich umoperieren lassen, die genauso aussehen wollen, die eins zu eins versuchen zu kopieren. Und wir machen eher, das Einzige, was mich eigentlich an, was ich danach mache, ist der Anzug. Ansonsten, meine Haare könnten auch ein bisschen mehr sein. Aber auch das Alter
bleibt bei mir nicht stehen. Aber wir versuchen einfach immer den Funken, dass der überspringt, ne? Das ist so das Ziel. Ja, gut, das kommt auf jeden Fall rüber, ne? Also das ist ja, glaube ich, eine Sache. Jetzt mal, das steht gar nicht auf dem Zettel, eigentlich komme ich da nur gerade drauf. Warst du mal bei solchen, es gibt doch bestimmt so Performer- oder Imitatoren-Treffen oder so, Ne, ne? war ich nie. Ich Aber habe gibt mir, es, glaube ich, ja ne? klar, ja Oder? sicher, es gibt da richtige Wettbewerbe, wo die alle gegeneinander antreten. Ja? Ja, da gibt es auch irgendwie so eine total coole Geschichte, weil Elvis wollte früher, als er mal um Häuser ziehen wollte, als er auch schon total bekannt war, da ist er mit seiner Memphis Mafia, so hieß seine Combo da, seine Jungs, mit denen er um Häuser gezogen ist, da haben die sich so ein bisschen verkleidet und sind dann durch die Stadt gezogen und Ja. dann sind sie in irgendeine Kneipe reingekommen, da war ein Elvis-Karaoke-Wettbewerb Ach. und er ist Dritter geworden. Er hat mitgemacht und ist Dritter geworden. Nein. Ja, klar. Voll geil. Besser als der echte kann man nicht sein. Er ist Dritter geworden. Immerhin. Bronzemedaille. Wie geil ist das Ja, denn? das finde ich auch cool. Echt krass. Okay, also du bist aufgewachsen in einem Haushalt, wo schon Musik passiert ist, aber irgendwie wurde jetzt nicht zum Instrument Nein, getrieben oder irgendwie nein, sowas. auf gar keinen Fall. Ich habe auch kein Instrument gespielt. Ich habe mal ein bisschen angefangen, Gitarre zu spielen. Ich habe mir ein E-Piano gekauft, aber das ist nur so ein Rumdameln. So richtig, Okay. dass ich jetzt sage, ich mache jetzt richtig professionell auf dem Piano Musik oder auf der Gitarre, das ist es nie Und mal gewesen. Unterricht auch gehabt? Gitarrenunterricht, Ah ja. ja, okay. Habe ich gehabt. Ja. Was war denn deine erste Platte, die du von deinem Geld gekauft hast? Das ist tatsächlich von Guns N' Roses, You Could Be Mine. Oh. Damals Als, fand ich nämlich als. Terminator 2, den Film, so cool als Kind. Und da Ja. habe ich mir die Scheibe geholt. Ah ja. Und war das dann auf Platte noch oder war das Nee, irgendwie schon über CD. CD, CD, ne? ja. Genau, ja, okay. Ah, cool. Ging das dann auch so rockig weiter? Hast du das, Ja, hat dich das so beeinflusst ich irgendwie? hab relativ viel verschiedene Sachen gehört. Ich habe Ärzte habe ich früher oft gehört, Rammstein habe ich sogar auch gehört eine Ja, Zeit ja, lang. ja. Es gab nie irgendwie so alles, worauf ich Lust hatte, habe ich gehört. Ich finde Ja. selbst Max Rabe, ein paar Dinger finde ich gut. Ja, auf Ich jeden finde Fall. halt Emotionen immer gut. Und wenn ein Künstler sagt, er zieht sein Ding durch, der will das machen, dann finde ich das auch immer total gut. Ja, stimmt. Also, aber eher, also würdest du sagen, bist du schon eher auf handgemachte Musik? Weil ich komme ja so eher so vom Hip-Hop, sagen wir mal, oder Ja. ich hatte andere DJs schon hier, die dann eher so House und Ja, elektronische nee, Sachen und so. schon so Und bei dir rockiger. ist Es ist schon schon ein bisschen eher rockiger, wenn dann schon so, rockiger. wenn eine Gitarre dabei ist, ist schon Ja, nicht schlecht, ne? genau, das finde ich Ja, super. okay. Ja. Ach geil, ey. Ging das dann musikalisch dann so weiter? Also hast du dann irgendwie auch in dem Bereich dann auch mehr gekauft? Also hast du dir auch eine Elvis-Sammlung, CD-Sammlung, eine ja CD-Sammlung klar, hast du dir irgendwie ja, auch aufgebaut und eine so große und Elvis-Sammlung habe ich mir ja. zugelegt, ja klar. Viele Live-CDs auch mir besorgt, dass man sich so ein bisschen was abhören kann, welche Lieder man später spielen möchte. Ach geil. Weil die Idee ist ja relativ schnell geboren gewesen. Ja. Und irgendwann angefangen hat das eigentlich, das kann ich ja kurz erzählen. Da hatte mein Bruder beim Karaoke-Wettbewerb in Paderborn im Old Triangle da gewonnen in der Libori-Galerie. Da Ja. gab es so eine Wochenentscheidung und da hat er halt gewonnen. Und am Monatsende haben alle Gewinner sind sie nochmal gegeneinander angetreten. Und da hat er halt alle eingeladen, Mama, Papa, Nachbarn, Freunde, alle sind da angerückt. Die Bude war brechend voll. Und da hat ein Freund von mir gesagt, ey, mach doch noch mit dir bei der letzten Wochenentscheidung. Du hörst dich an wie Elvis. Ich so, hey, was ist los? So viel getrunken? Er so, nee, wenn du singst, hörst du dich an wie Elvis, mach da mit. Und dann habe ich da Love Me Tender gesungen, ins Mikro gehaucht. Und dann, das war ja relativ viele Engländer auch da in dem Laden Ja. da. Und da haben die ersten schon gesagt, das wäre nicht live. Und da dachte ich, was wollen die jetzt alle von mir? Ja, und dann habe ich da halt gewonnen. Und dann musste ich noch ein paar mehr Lieder trällern. Und direkt an dem Abend kam einer zu mir und hat gesagt, der hat in 3 Tagen goldene Hochzeit, ob ich da singen kann. Nein. Und ich so, ja, kann ich machen. Was willst du dafür haben? Ich so, oh, um Gottes Willen. War ja noch D-Mark-Zeiten. Da habe ich da einen Kurs Eine aufgeschlagen. Million Ja. Euro. Und dann bin ich da hingefahren, habe das gemacht und das kam super an. Und so kam dann eins zum anderen und ein paar Wochen später Ach, wie habe ich zu meinem lustig. Gitarrenlehrer gesagt, machst du eigentlich eine Band? Er so, ja. Ich so, kann ich mal zur Probe kommen? Und dann bin ich da hingefahren, die haben in Bielefeld, Jöllenbeck einen Probenraum gehabt, bin ich da hingefahren und habe gesagt, immer so, ey, ich möchte ein Elvis-Konzert auf die Beine stellen. Ich habe da auch schon Kontakt hergestellt, würde das gerne im Detmolder Sommertheater machen, passen 350, 400 Leute rein. Ich habe ein gutes Gefühl. Und da haben die mich erstmal angeguckt und haben gesagt, was möchtest du machen? Ich so, hä, Elvis-Konzert ist doch total cool. Dann haben alle gesagt, interessiert doch kein Mensch. Ich so, ja, wartet mal ab. Und dann war das echt kurze Zeit später ausverkauft, nachdem das dann alles so gemodelt wurde mit Plakaten, Eintrittskarten und Flyer und so. Dann war das relativ am Anfang natürlich durch Freunde, Familie, Ja, schnell klar. ausverkauft. Klar, am Anfang, Ja, wenn einer klar. sagt, mein Sohn, mein Patenkind macht ein Elvis-Konzert, gehen wir alle hin. In welchem Und Jahr war das? 2003 tatsächlich. 2003. Okay. 2003 war das erste Mal Detmolder Sommertheater, also schon lange her. Und Und diese Bandzusammenführung war das dann Anfang 2003 oder so? Also ja, irgendwie, genau. also ein halbes Jahr oder so, Ja, genau. oder? Haben wir ein bisschen geprobt. Die waren auch alle fit am Instrument und das war auch eine gute. Wie gesagt, der Gitarrist da war damals mein Gitarrenlehrer. Und die Band heißt The Hip Shooters, haben wir dann gemacht. Elvis and the Hip Shooters, die aus Ja. der Hüfte schießen quasi.
Und ja, dann stand am nächsten Tag in der Zeitung Ah, wie geil. King Keba und dann dachte ich mir, King Keba hört sich gut an, so nenne ich mich. Geil. So kam der Name dann auch für die Website und für alles, dann heißt es immer King Keba. Irgendwo habe ich einen Presseartikel, da stehen sie mit King Kerber. Ja. Glaube ich, also ich glaube, das ist. Keba ist es Ja, King. okay, um das mal für die Fanclubs und so. Sieht Ja, so so, ganz fantastisch aus, muss ich sagen. ja, komm, hör Mein auf. lieber Gesangsverein. Ja. Was wollte ich sagen? Ach so, du hast das ja aber vorher dann natürlich schon vor dem Karaoke-Wettbewerb, hast du dich mit Elvis schon so weit auseinandergesetzt, du warst da schon ein richtiger Fan, sonst hätte man ja wahrscheinlich diese Songs auch nicht so gekonnt, Ja, oder? genau. Und ich habe auch nie mir einen Text angeguckt. Ich habe immer gehört, was ich im Auto, ich übe immer beim Autofahren und dann habe ich mir die Lieder angehört, die Ja. Originallieder und habe versucht, das dann nachzusingen. Ja. Manchmal ist es wahrscheinlich auch totaler Quatsch, was ich da singe. Aber Ach so, weil du nicht den Text ja, ich kenne singst, den Text ja sondern nicht. nur. Ja, genau, das, was ich höre, was ich immer gehört Ah, habe. Und okay. letztendlich haben wir am Anfang auch immer so geprobt, dass ich den Musikern die MP3 geschickt habe mit dem Originallied und habe Ja. gesagt, wenn wir proben, sollten das alle ganz gut können. Und das hat auch immer gut geklappt. Also wir haben dann auch nicht stundenlang und tagelang geprobt. Wir haben uns einmal getroffen, haben eine Probe gemacht von 3 Stunden und dann war die Sache erledigt. Noch ordentlich Bier getrunken und fertig. Da dann jetzt auch mal wieder zwischen reingegrätscht oder so, diese Band, die du jetzt ja da dann 2003 kennengelernt hast, sind davon dann immer noch viele jetzt auch noch mit dabei? Also Von oder der Startformation gar keine mehr. auch Das wurde schade. nachher Zeit alles, zum Beispiel die Bassistin, das war halt, der Sohn spielt jetzt bei mir mit Ach. und das war halt, sie hat das nicht mehr geschafft, das war jetzt so anstrengend nach einer Zeit. Dann, Ja. ne? Ja. Und dann hat das alles so. Und dann gab es natürlich auch, es gibt natürlich auch manchmal Reibereien, ne? Ja, Und dann muss der klar. King halt auf den Tisch hauen und wenn es dann sich nicht ändert, dann muss er nochmal auf den Tisch hauen. Und so hat sich das dann halt immer so ein bisschen ergeben, dass dann auch andere Ja. Musiker dabei sind. Aber den Kern, den wir jetzt haben, der Kern ist eine Fünfer-Kombo, wenn wir komplett live spielen. Der ist schon seit vielen, vielen Jahren sind wir jetzt so zusammen. Ach, geil, Und da ey. gibt es halt manchmal Ersatzmusiker, wenn jetzt einer mal nicht kann oder so. Das ist Klar, halt das gibt so es ja immer, ne? ein. Dass Ja, man irgendwie aber. mal, dann habt ihr mal einen Sub. Ja, genau. Sozusagen. Für jedes Aber du kannst Instrument. natürlich nicht gesubbt werden. Nee. Du Ja, könntest ist das ja. Ja, klar. machen. Aber nur Vollplayback. Nee, und ich habe, glaube ich, auch nicht den Hüftschwung so. Und wir haben ja im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, du hast auch eine magische Art, auf die Leute zuzugehen. Also, das ist wirklich eine herausragende Eigenschaft, die du hast als Künstler. Und ich glaube, das ist noch nicht mal. Natürlich ist das Glamour-Bild Elvis mit seiner ausgeprägten Bühnenshow auch und auch mit dem Schal und so, das, was du ja dann auch machst, dass du den Schal schön vollschweißt und dann den Leuten gibst und so, das ist ja göttlich. Ich finde das total geil. Aber das ist auch wirklich, glaube ich, die große Eigenschaft, die du hast, finde ich, ne? Dass du wirklich die Leute einfach packst und mitnimmst und denen einfach eine schöne Zeit beschreitest. So, ne? Ja. Und ich glaube, letztendlich könntest du wahrscheinlich auch Oasis singen oder so, was ich da eben mit sagen will. Das eine ist natürlich, dass du deine Leidenschaft für Elvis ausleben kannst und man dir das auch anmerkt, dass du das magst. So. Aber ich glaube, dass deine große Superkraft eigentlich auch ist, dass du auf die Leute zugehen kannst und die berührst so. Ne? Also mit deiner Art auch. Ja. Ja, ist total geil. Das klappt Also, echt ganz gut. ja. Also ich hatte ja jetzt schon einige Male mit dir die Ehre, dann zusammen die Bühne zu teilen. Ne? Ich weiß, es waren entweder so private Geburtstage oder es war auch mal, ich weiß, die Wirtschaftsjunioren oder so hatten Ja, wir mal genau. im Bobberts oder so. Und es ist einfach immer wieder, Da war ich ja. auch mit der Band im Bobberts Ja. damals. Ja, es war total geil. Also es ist richtig geil. Oder einmal war ich ja auch quasi der After-Hour-DJ für das Sommertheater, Ja, ne, in genau. Detmold. Das war auch sensationell. Ja, wobei Also. das Paradebeispiel, also der Auftritt, den ich am allergeilsten fand, ist natürlich Paradehalle. Ja. Das, da sage ich, da nehme ich auch keinen Hehl vor. Das erste Mal, als das so zustande gekommen ist, der Deal mit denen. Am Anfang, das war eigentlich ganz lustig, weil es war ein Veranstalter dazwischen und der hatte eine Veranstaltungsmesse in Bad Salzuflen oder in Bielefeld, irgendwo war eine Messe. Und da kam dann die Frau von der Paderhalle auf dem Stand vorbei und die hat dann gesagt, ja, was habt ihr so bei euch so im Angebot? Und dann blätterte sie durch und auf einmal stand da, war ich mein Gesicht da und dann halt Elvis King Keba. Und dann kannte die mich gar nicht. Die kannte Ach. mich nicht. Die kannte mich echt nicht. Und die hat gesagt, ja, wie, Paderborn hat einen Elvis? Und dann hat der Veranstalter gesagt, ja klar, und der macht das gut und müsst sich keine Sorgen machen. Dann hat sie gesagt, ja, wir hatten letztens aber auch so einen anderen Elvis hier aus Soest kommt einer, der war in der Paderhalle, das Konzert muss abgesagt werden, weil keine Karten verkauft worden sind. Und dann hat Frank nur gesagt, das ist der Veranstalter, machen Sie sich mal keine Sorgen, der kümmert sich darum. Und dann war es natürlich total geil, dass die Bude dann auch ausverkauft war. Und dann Geil. kam ja die Frau sofort Geil. nach dem Konzert in der Garderobe und hat gesagt, können wir das nächstes Jahr wieder machen. Und dann habe ich natürlich, wie ich immer, gesagt,
muss ich erstmal gucken, ob ich Zeit habe. Und da habe ich es ein paar Tage später angerufen, dann haben wir es exakt 365 Tage später nochmal gemacht. Und das war auch wieder lustig. Auch immer schön, Aftershow-Party, dann haben wir gemacht. Du hattest ja verschiedene Aufgänge, ne? Wie bist du denn da, also du hast mal davon erzählt, du bist wirklich mal mit einer Harley auf die Bühne gefahren. Ja, das war im Sommertheater, genau. Das war auch total cool, weil da habe ich nämlich in Detmold angerufen, im Motorradgeschäft, 3 Tage vorher gesagt, ja, ich habe angekündigt, dass ich mit einer Harley auf die Bühne fahre. Können wir das so Sponsoring ein bisschen machen? Und dann fand er das ganz cool, so auch für, als Werbung. Ne? Ja, ja. Und dann hat er gesagt, ja, wenn es jetzt Elvis ist, dann muss ich auch eine richtig geile Karre einstellen. Dann nehme ich die mit den Flammen und die geilste Maschine, die wir im Laden haben. Ich so, ja, kein Problem. Und dann kam er nachmittags angefahren und hat gesagt, ja, hier, weiß ja, wie alles geht. Ne? Ich so, auf gar keinen Fall. Also, du kannst gar kein Motorrad fahren? Ich so, nee. Ja, was? Nee. Ich so, natürlich nicht. Ehrlich? Ich so, sind doch nur ein paar Meter, kann aber nicht so schlimm sein. Oh Gott. Und der habe ich schon gesehen, der hat einen ganz roten Kopf gekriegt. Ja, ja. Oh Gott, meine Maschine. Dann hat aber dann doch geklappt. Ich habe zwar abgewürgt hinterher, als ich abgestiegen bin, aber ja, gut. Die Hauptsache ist, halt sich keiner verletzt. Besser, ja, besser, besser als so, ui. Ja, und dann einmal bin ich auch schon mit dem Cut gefahren, einmal habe ich mich von der Decke runterkommen lassen. Immer irgendwas will ich mir mal einfallen lassen. In der Badehalle wollte ich eigentlich mit dem Pferd, aber die haben das nicht zugelassen, die haben eigentlich gar nichts zugelassen. Ja. So was, die sind da, müssen ja auch Sicherheitsvorkehrungen eingetroffen werden. Was ist, wenn da was passiert? Ja. Dann bin ja nicht ich der Depp, der Riesendepp, nur bei YouTube. Sondern die Padale ist ja dann, ist ja dann richtig. Ja, das ist bei öffentlichen Häusern natürlich immer die Schwierigkeit. Ne? Ich weiß, dass ich habe in der Kulturwerkstatt ja öfter aufgelegt, ne, bei der Midlife-Disco. Und da waren das natürlich, das sind dann ja nicht deren Regeln, sondern das sind die Regeln, die sie quasi einhalten müssen. Aber da muss ja jedes elektronische Gerät, muss ja jedes Kabel, muss ja einmal im Jahr irgendwie von der GVU oder wer auch immer, muss ja dann dieses Kabel geprüft werden, dass dann, falls ein Kabel brennt, dann weiß man wenigstens, dass es nicht wahr, ne? Naja, okay. Okay, du hast ja mal Gitarre gespielt, dann hast du aber irgendwann mal angefangen zu singen. Hattest du denn auch Gesangsunterricht? Nein, auch nie genommen. Musikunterricht in der Schule hat damals. Hat Elvis-Gesangsunterricht, weißt du das? Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube nicht. Ey, krass. Also, das finde ich schon schwer beeindruckt. Also, bin ich jetzt wirklich schwer beeindruckt. Weil du hast ja auch Volumen und du hast ja einen Sound so, ne? Und ich habe mal Gesangsunterricht gehabt und ich habe immer gedacht so, oh, das ist eigentlich die Schwierigkeit, so seinen Sound zu finden und das ist eben auch diese Größe. Ja, aber kriegt man es nicht auch einfach durch Übung? Ich meine, wenn ich mir jetzt die CD anhöre vom Old Triangle, wo ich da gewonnen habe, da stehst du die Hände über dem Kopf zusammen. Ja, kannst du nicht anhören. Wenn ihr dann jetzt wie sich das entwickelt hat, dann durch Üben, durch viel Singen und so, man kann sich da auch relativ viel selber beibringen. Und ich dachte halt immer die Originalversion. Ich habe halt versucht, mich da so ein bisschen dran zu orientieren. Ne? Ja, gut, das ist natürlich ein Vorteil, dass du so einen Sound interpretierst. Also du interpretierst ja den Elvis-Sound mit deiner Stimme so. Ja, also genau. Ganz 100% wird es wahrscheinlich ja so dann nicht sein und so. Erstmal Grüße hier an die ganzen Zuschauer. Mittlerweile habe ich mich eingegroovt hier. Also ich fühle mich jetzt ganz gut hier. Ja, was, wenn wir gleich erstmal tanzen. Okay, Instrument gelernt, also irgendwie Gitarre, spielst du dann manchmal auch Gitarre auf der Bühne oder so? Oder? Nein, wollte ich eigentlich mal und das war nicht das Ziel, dass ich deswegen auch versuche, Gitarre richtig gut spielen zu können, aber dann kann ich mich nicht auf das andere konzentrieren und dann wird es mir ein bisschen zu viel. Und ich werde nie Gitarre spielen können, dass ich das einfach so Gitarre umhabe und das einfach begleite. Außer selbst, ich habe es selbst mit Akkorden nur probiert, ob man das nur so ein bisschen mitspielt und vielleicht mal ein Solo reinbaut. Ja. Aber selbst dann leidet das andere drunter. Dann leidet da die Show drunter, dann leidet der Gesang drunter. Ja. Und dann habe ich gesagt, dann lasse ich lieber die Finger davon. Ja. Spiele ich so zu Hause für mich ein bisschen rumdameln und fertig. Mach ein Weihnachtslied. Okay. Krass, Würde ich gerne können, Gitarre richtig geil spielen. Wenn ich Dimi, meinen Gitarristen, sehe, was der da an der Gitarre kann, das ist unglaublich. Ja. Ich habe manchmal kommen bei Auftritten nur Leute und haben gesagt, Elvis interessiert uns kein Mist, wir wollten uns nur Dimi angucken. Ich so, habt ihr eine Macke oder was? Er liegt mit euch nicht in Ordnung. Weil er so gut ist. Ja. Krass. Ja, krass. Hast du auch mal in anderen Bands gespielt? Also warst du auch mal irgendwie... Nee, war höchstens Sänger mal so Gastsänger von anderen Bands, aber dann auch immer im Rahmen von dieser Elvis-Nummer, ne? Ah, okay. Ich kann mich da einmal dran erinnern, da warst du, war das ein Frühlingsfest oder so? Mit den Good Beats? Ja, genau, das war ein Frühlingsfest in Paderborn. Genau, da waren wir mit den Querstellern ja auch für 2 Sekunden oder zwei Minuten. Die haben doch irgendwie Good Beats and Friends. Ja, haben das doch gemacht. Ja. Das war auch eine schöne Aktion. Das war recht, richtig gut. Finde ich auch gut. Ja, genau. Haben ja auch noch mehrere mitgesungen, ne? Wir haben ja nur 2, 3 Lieder oder sowas gemacht. Ja, genau. Aber da war ich auch dann bei der Probe, haben wir auch einmal geprobt. Ja? Ja, das war dann auch sehr lustig. Nur coole Jungs. Ja, auf jeden Fall. Tilo war ja auch einmal schon hier. Das war auch echt sehr, sehr schön. Ja.
Das heißt, also du hast jetzt bei diesem Karaoke-Wettbewerb, war da im Grunde dann schon klar, Grundstein wurde gelegt, dann hat der Mann dich für die Goldene Hochzeit dann gebucht Ja, und so ist das dann genau. Dann war immer mehr und mehr und mehr. relativ zeitnah, war dann, wie gesagt, dieses in Detmold oder Sommertheater das erste Mal 2003. Und dann ging das durch Mundpropaganda einfach. Dann wollte der auf der Hochzeit das haben. Dann so im kleinen Rahmen, ne? Erstmal so Firmenfeiern, kleine und so. Und dann habe ich auch am Anfang erst mit ganz viel mit hier Instrumentalversion zusammengearbeitet. Und dann kam halt nach und nach immer Musiker dazu. Und dann, jetzt kann man, wenn man uns bucht, kann man dann nicht immer das buchen, was man gerne möchte. Also, wenn man jetzt sagt, man hat hier einfach einen Geburtstag, kommen wir zu zweit. Wenn die jetzt sagen, wir machen was Größeres, kommen wir zu fünft. Und wenn die sagen, wir machen was richtig Großes, kommen wir zu zwölft. Krass, was ist dann die volle Ausbaustufe? Zwölf, das war zwölf. So Von waren wir in der wie Padale, waren wir zu Instrumentierung? zwölft. Da haben wir dann auch Backing-Vocals dabei und einen kompletten Bläsersatz mit Tuba, Posaune, Trompete und Saxophon. Boah. Und das ist dann auch richtig fett, ne? Ja, auf jeden Fall. Hattest du nicht auch mal irgendwann was mit dem Chor? Ja, Noch das ein. auch einmal, aber das war nur eine einmalige Geschichte. Das Okay. war in Detmold auch. Weil ich möchte mal, wenn wir was Größeres machen, wo ich auch selber Veranstalter manchmal bin, Ja. möchte ich immer irgendwie was Besonderes haben. Und das erste Mal, als wir das gemacht haben, habe ich gesagt, ich möchte jetzt Blasinstrumente haben. Und dann haben auch alle gesagt, ey, weißt du, wie anstrengend das ist, Bläsersätze zu schreiben, weil die kriegt man nicht so ohne weiteres jetzt irgendwie runtergeladen oder so, da muss man sich echt hinsetzen. Und dann beim nächsten Mal gesagt, ja, jetzt diesmal Bläser haben wir ja, jetzt brauchen wir was Neues, brauchen wir einen Chor. Und dann haben wir irgendwie, das war ein Chor aus Brilon, so ein Meisterchor. Und die haben dann bei ein Okay. paar Liedern da mitgemacht. Das war aber auch ganz schön. Ach geil. Dann zu eher zu den Balladen wahrscheinlich Ja, dann oder was, genau. ne? Ja, es gibt ja so richtig euphorische Lieder, fast so Hymnen, sage ich mal, wo halt auch richtig Blasorchester volle Kanne gemacht und da ist natürlich ein Chor Wahnsinn, ne? Das hat mich da auch total weggetrötet. Habe ich selbst Gänsehaut gekriegt in meinem Anzug. Ah, krass. Und das ist ja immer das Schönste, wenn du selber da stehst und auf einmal hast du selber ein gutes Gefühl. Dann, das ist eigentlich immer so das Beste, dass du jetzt nicht nur sagst, ich mache jetzt mein Theaterstück, zieh das hier durch, sondern du kriegst irgendwie, irgendwas macht das mit dir. Und das habe ich halt bei Blasinstrumenten und bei Chor ganz besonders gehabt. Wenn du so eine größere Show planst, ist es dann so, dass ihr, also du hast dann wahrscheinlich eine feste Setliste dann ja wahrscheinlich gebaut, könnte ich mir vorstellen, Ja, oder ja. passieren da auch irgendwie Nee, ungeplante Sachen? wenn wir sowas Großes machen, in dem Sinn wie Paderhalle, dann war das schon richtig durchgeplant von A bis Z, was genau passiert. Und dann gibt es dann halt immer Zugaben, entscheide ich spontan. Das mache ich aber immer. Also das suche ich natürlich kein Lied aus, was wir noch nie gespielt haben. Ja, genau. Erstmal vom ganz anderen Künstler Ja, auch noch. genau. Ich habe mal Atemlos mitgebracht. Halt für euch. In der Elvis-Version. Oh Gott. Krass, ey. Aber da arbeiten wir gerade dran, an verschiedenen Versionen von anderen Liedern, die wir so ein bisschen im Elvis-Style ummodeln. Das haben wir jetzt schon letztes Jahr auch gemacht an der Seemöwe. Da haben wir das Konzert genannt Create Your King Konzert. Da konnten die Leute vorher abstimmen Ach, und geil. sich Lieder wünschen, die wir spielen. Ach, Und krass. die dann auf Platz 1 bis 3 waren, die haben wir dann versucht irgendwie umzusetzen dann im Vorfeld. Waren das denn okay Lieder oder waren die auch die Gäste auch mal Ja, doof es und war. haben da irgendwie komische. Auf Platz 5 war von was war so? Bata Ilic, ich möchte der Knopf von deiner Bluse sein. Bin ich froh, dass das nur auf Platz 5 gekommen ist, weil wir wollten ja nur die ersten drei spielen. Ach du Jemi. Ja, und da haben echt dann auch welche einen Spaß gemacht und haben gesagt, ich wünsche mir 100 Mal Bata Ilic und haben dann auch das überwiesen, das Geld dafür, für die Wünsche. Das ist echt bescheuert. Ich kenne nur bekloppt. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Welche Lieder sind es dann geworden? Billie Jean haben wir gespielt. Dann haben wir gespielt Great Balls of Fire von Jerry Lee Lewis. Ist ja nicht so schwer, ist ja auch ein Rock'n'Roll-Song. Und dann hatten wir noch, was war das dritte? Ach, von Beatles, Let It Be. Das haben wir dann auch noch gemacht. Oh, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja. Ja, Und die macht. größte Herausforderung war da halt Billie Jean. Aber es hat auch super geklappt. Da waren die Leute auch begeistert und haben gesagt, ey, jetzt macht doch noch den King of Pop oder was? Könnte ich mir vorstellen, dass Michael, ohne dass ich es jetzt weiß, wahrscheinlich schon auch eine andere Tonlage singt, ne? Ein bisschen Ja, höher klar, oder so. ja. Ne? Das ist ja ein bisschen tiefer. Ja. Also, dann hast du es wahrscheinlich dann auch einfach Ja. dann tiefer. Geil. Ach, geil. Hast du eine Ahnung, wie viele Shows du jetzt schon gespielt hast seit 2003? So im Jahr? So Ja, du kannst eigentlich pro sagen, dass Woche ich. mindestens eins? Ja. So könnte So man kann man es sagen, ne? hochrechnen, ja. Und dann gibt es natürlich auch mal eine Woche, wo nichts ist, aber dann gibt es auch Wochen, wo du, Zwei, dreimal unterwegs oder auch bist. an einem Tag, dann, wo du dann echt zwei, drei Dinge hast. Na, wenn es nur Echt? kleine Geburtstage sind, klar. Dann wie so ein Malle-Sänger da. Machen die auch Geil! immer so. Ins Auto steigen zum nächsten. Und einmal total lustig, da hatten wir in Lippstadt so eine Dreier-Kombo. Und der zweite Auftritt, das hat schon gar nicht von der Zeit alles gar nicht mehr gepasst. Und das war so eine Gartenparty und dann kam echt die Polizei und hat das Ganze gesprengt. Und deswegen habe ich den dritten Auftritt geschafft. Nur gesagt, sowas schade, das hätte schon los müssen nach 20 Minuten. Ja,
können Sie ja nichts für. Dann haben wir den dritten noch gemacht hinterher. Wahrscheinlich habe ich in der Garderobe die Polizei angerufen. Da ist so ein Typ im weißen Baumwollstrench. Ach, wie krass, ey. Ja, da kannst du dann, da war dann die Polizei der Freund und Helfer. Ja, genau. Super Sinn des Wortes. Deswegen hat das ganz gut geklappt. Ja. Was hast du denn, hast du mal vor, irgendwie eine CD auch zu produzieren oder so? Irgendwie ein Studio? Wir haben eine Promo-CD schon mal gemacht, und zwar damals, als das in den Anfängen waren, da kam ein junger Mann auf mich zu und hat gesagt, er macht die Tonmeisterprüfung, er muss als Prüfungsaufgabe mit einer Band eine CD einspielen. Ja, dann haben wir eine Promo-CD gemacht. Verkaufen dürfen wir sie halt nicht. Nee. Aber die ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber wir wollen jetzt demnächst mal wieder was machen. Ach, geil. Und dann wahrscheinlich auch mal mit den neueren Lieder, die nicht diese typischen Elvis-Lieder sind, die wir damit einbauen. So haben wir das eigentlich vor. Die darfst du nicht verkaufen, weil er das quasi als seine Arbeit gemacht hat? Oder ja, auch weil du kannst ja jetzt nicht einfach Elvis-Lieder aufnehmen und dann das verkaufen und das gewerblich vertreiben. Ja gut, ich meine, klar, du müsstest dann die, was ist das dann, die GEMA? Müsstest du quasi an die Verwalter von den Elvis Rechten weitergeben, aber naja. Ja, aber es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass es halt so eine Promo-CD, auch ja, nur, er durfte das nur so machen. Ne? Ja, klar. Okay. Haben auch nur 10 Lieder drauf gemacht. Ah. Da waren wir aber auch 2 Tage beschäftigt. Ne? Naja, das ist von morgens bis abends. Ja. Auch nachts. Ja, wie das Studioleben so ist, ne? Ja, lustig. War auch lustig. Ja. Was wäre für dich denn nochmal so ein. So ein Holy Grail. Wo würdest du denn gerne mal spielen? Oder was wäre so ein Ziel, wo du sagst, Alter, das wäre einfach total geil? Ja, ich meine, letztendlich freue ich mich über jeden Gig. Aber ich freue mich auch über jeden Gig, der in Paderborn ist, auch mit der ganzen Band. Also das ist immer, das gefällt mir immer gut. Das passt auch immer. Ob wir jetzt, ich bin ja nicht so der Riesenfan, sage ich ganz ehrlich, von Honky Tonks, weil das echt auch eine harte Arbeit ist, da 5 Stunden lang Musik zu machen. Ne? Ja. Das kannst du auch echt nur überleben, wenn du ordentlich dir einen reinballerst. Aber ich habe das ein paar Mal gemacht in Paderborn, das war dann in meinem Bobberts, 3 Jahre haben wir das, glaube ich, gemacht. Ja. Und das war dann auch immer kurz vor der Paderhalle, und das pusht natürlich den Kartenverkauf auch nochmal total, ne? Weil die Leute sehen, ey, die haben Spaß, die sind lustig, das ist nicht so ein Elvis-Imitator. Ja. Da kämpft man ja oft auch mit dem Ruf, ne? Das merkt man ja selber auch, wenn wir irgendwo auftreten und da kennt uns keiner und wir kommen dahin, denken die am Anfang erstmal, ich bin ein Stripper. Könnte man von dir jetzt auch denken? Ja, wer weiß. Gleich kommt noch so eine Pole-Dance-Stange, kommt gleich noch irgendwo hier runter. Wie, kommt die nicht? Genau. Und dann versuchen wir halt durch die, dass man gute Laune halt verbreitet. Ne? Ja. Stimme passt auch, die Musiker sind auch gut. Ja. Dann passt schon, das ganze Paket ist stimmig, ist gut, ist durchdacht und es macht halt Spaß. Ja. Macht uns jedes Mal Spaß. Ja. Wir haben halt auch viele Events gehabt, die uns so ein bisschen zusammengeschweißt haben. Wir hatten in Radomsko in Polen eine Hochzeit haben wir gespielt. Mhm. Dann haben wir da so einen kleinen Roadtrip rausgemacht mit der Band, sind mit dem Bulli gefahren, 5 Leute haben wir da gespielt. Und das war super. Dann haben wir uns erstmal Krakau schön angeguckt und Stadtführung gemacht. Und richtig schön war das. Ach, geil. Sind wir da ein paar Tage geblieben. Hatten sogar aufs Hotelzimmer einen Friseur bekommen. Ja, braucht man nicht bei mir, aber... Aber? Waren wir da. Haben bestellt. Ja, konnte kein Deutsch. Echt? Mach mal, gesagt, mach mal. Mach das schon. Geil. Das hat ja dann eigentlich auch keine Halbwertszeit in dem Sinne. Ne? Also eigentlich, außer dir, also du, wie man das jetzt so, vielleicht bei manchen Künstlern, so die dann, wo man sagt, okay, das ist jetzt das Material, jetzt bin ich mal ein bisschen böse, also jetzt irgendwie oft die Werbegemeinschaft in Paderborn bucht dann irgendwelche Leute zum Frühlingsfest, die vor 20 Jahren einen Hit hatten, so ungefähr. Das ist jetzt bei Elvis, ist die Zeit ja sogar noch länger her. Das heißt, eigentlich ist das sind alles jetzt Klassiker, ne, die du ja performst. So, ne? Von daher liegt es ja dann eigentlich nur an deiner Lust und Laune, wie du das weitermachen möchtest im Grunde. Ne? Ja, also, genau. Aber da ist jetzt kein Ende in Sicht. Geil. Macht halt Spaß. Ja. Ausgleich, Adrenalin, lustig, Musik. Ja, stimmt. Ach, geil, ey. Erzähl doch mal eine lustige Geschichte, was so passiert ist. Ich meine, da hast du wahrscheinlich einige. Ja, da kann ich zum Beispiel erzählen, da hatte ich mal einen Auftritt bei einer Hochzeit im Marstall in Schloss Neuhaus. Und da habe ich da eine Omi angesungen, sage ich jetzt mal. Und dann ist sie fast in sich zusammengebrochen, hat geheult und was weiß ich nicht alles. Und das tat mir alles total leid. Und ich wusste in dem Augenblick gar nicht so genau, was das war. Oh. Und da habe ich dann im Nachhinein nochmal mit der Braut über gesprochen. Und das war wohl ihre Großmutter von der Braut. Und die hatte wohl, war auch mal auf einem echten Elvis-Konzert, also auf einem richtigen Elvis-Konzert. Und die hat auch nicht mehr zu Hause gelebt, sondern im Heim und war halt auch schon so ein bisschen verpeilt und ein bisschen verstrahlt.
Und dann hat halt, sie mir erzählt, dass ein paar Tage später, als ich mit ihr telefoniert habe, hat sie mir gesagt, dass die echt im Seniorenheim war und ihren Frauen, die sich da um sie kümmern, erzählt hat, sie hätte Elvis getroffen. Ne? Der hat auch so einen Seidenschal mit Schweiß von mir bekommen, den hat sie bei sich übers Bett genagelt. Ja, Nein. klar. Und das ist natürlich dann echt rührend, ne? Mega Oh, rührend. auch geil. Ja, das ist super. Sowas ist zum Beispiel, das finde ich total gut. Und Ja. auch in Polen bei dieser Hochzeit war es auch so, da sind wir hingekommen, da kannte uns kein Mensch. Und alle haben uns angeguckt, als wären wir Außerirdische. Und am nächsten Tag wollten beim Frühstück alle bei uns am Tisch sitzen, so ungefähr. Das ist dann auch, sowas finde ich dann immer auch total lustig. Ne? Das stimmt. Ja. Und als sie uns gebucht haben, sagten die, aber frage ich immer, was gibt es um euch zu Ja. trinken? Haben die gesagt, ja, Wodka, Wasser. Ich so, dann kommen wir nicht. Wir wollen Bier. Und ich so, hä, auf unserer Hochzeit gibt es kein Bier. Ich so, ja, aber dann kommen wir nicht. Und dann stand echt Bier da. Ja? Reichlich. Krass. Lustig. Haben die wahrscheinlich dann die Alkoholmenge abgewogen und haben gesagt, okay, eine Wodkaflasche hat so und so viel Alkohol, ja, dann brauchen die so und so viel Bier. Und Krass, auch ey. Paderhalle hat ja auch eine E-Mail geschrieben, als wir Paderhalle 2018 das erste Mal gespielt haben. Wir haben gesagt, was haben sie für Wünsche? Was wollen sie haben in der Garderobe zu essen, zu trinken? Und dann ich so, ey, was soll ich denn jetzt hinschreiben? Will ich eine Currywurst oder was? Ich habe gesagt, ich will einen Kühlschrank voller Bier. Aber ist das nur abgegeben? Mehr nicht. Ja, klar. Dann bin ich reingegangen in die Garderobe, guck rein, Kühlschrank, ey, bis oben hin, rattevoll, bis zum Anstand mit Bier. Ich so, läuft doch. Die werden sich auch gedacht haben, ey, was kommt da für ein Idiot zu uns? Ja, aber ich glaube, da gibt es ja manche Leute, die wirklich länger auf Tour sind und einen Technical Rider haben. Die haben dann irgendwie, ah, okay, wir brauchen bitte das frisch geschnittene Obst, aber bitte keine Ja. keine Weintrauben, weil da in die Allergie und so. Ja, genau. Ja, und Ja, habe ich auch wenn schon dann mal die irgendwie wildesten sowas kommt Geschichten gehört. wie Kühlschrank voller über Bier. Bier, ist dann natürlich sehr einfach. Aber haben Genau. sich dran gehalten. Ja, sehr geil. Du hast ja wahrscheinlich, hast du schon mal als DJ aufgelegt? Nee. Ist jetzt heute Absolutes quasi Neuland. jetzt Premiere. Ja. Geil. Bin auch ein bisschen aufgeregt. Ja, ich bin bei dir. Sehr Also ich gut. bin die ganze Zeit bei dir, ne? Also wie dein Bruder. Jetzt, ne, stehe ich hinter dir. Vielleicht würde ich sogar mal die Brille absetzen, weil ich sehe dann nicht so viel mehr auf dem. Da hinten ist ja noch ein bisschen dunkler. Was hast du denn so für Musik mitgebracht? Ja, ich habe lange überlegt, was für eine Liste ich mir da zusammenstelle oder was ich da Lust habe zu präsentieren. Ja. Und natürlich wird einiges von Elvis dabei sein. Es sind auch ein paar Coverversionen dabei, die Ja. ich halt gut finde. Ja. Und ich habe bewusst auch jetzt nicht irgendwie andere Songs reingemacht von Bands, die ich früher auch gehört habe, sondern ich wollte Ja. einfach nur irgendwie dieses Rock'n'Roll-Feeling, dieses Balladen-Feeling, ist alles ein bisschen mit dabei. Es sind, wie gesagt, Geil. teilweise auch ein bisschen mit Beat hinterlegt, ein paar Ja. Songs. Das finde ich halt ja auch ganz cool. Und ich hoffe, es gefällt einfach allen und alle werden ein bisschen Spaß haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber manche Leute, die hierher kommen, die spielen ja dann Musik, die sie vielleicht auch auf den Weg gebracht haben. So, jetzt präsentierst du ja dann quasi dein Lieblings. Ist es auch schon dein Lieblingskünstler, Ja, oder? klar. Auf jeden Ja, Fall. sicher. Okay. Klar. Was macht denn Elvis besser als Michael Jackson? Jetzt, weil Michael ist ja einer meiner Favorites, ne? Ja, super. Ich meine, es kommt nicht von ungefähr, dass wir gerade auch Billie Jean haben wir letztens auch mal gespielt irgendwo und das war auch Ja. super. Da Ja. verändert man ein bisschen die Tonart, die Stimmlage und dann funktioniert das echt ganz gut. Ja, Und ich finde es auch super. Ich finde Michael Jackson auch cool. Der hat echt richtig geile Sachen gemacht. Da finde ich auf richtig jeden gut. Fall. Nee, war auch nicht ganz ernst gemeint. Also ich glaube, man merkt dir ja aber auch an, wenn du auf der Bühne stehst, dass du das wirklich mit Herzblut machst und dass du das auch fühlst. So, also das ist, glaube ich, auch eine Sache. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich bei anderen Imitatoren, ist es halt immer eine Imitation. Also, Ja. ne, da hat man irgendwie das Gefühl, also ist jetzt nur meine laienhafte Meinung, dass man, ja, okay, der singt vielleicht so, aber irgendwie ist das nicht so richtig. Ich habe mir schon Konzerte angeguckt von Elvis-Imitatoren. Da hast du teilweise echt gedacht, der steht da. So, Ja? so gut war es ja klar. Das gab da einen, da habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Das sah auch genauso aus. Ach, Aber krass. natürlich rumoperiert ohne Ende, ne? Und alles gemacht, aber sah echt genauso aus. Stimme auch gut. Dachte ich mir, aber das ist nicht das, was ich machen will. Weil das, ne, fährst du nach Spanien in Urlaub auf Malle. Da siehst du da, in jeder Kneipe singt da irgendein Elvis. Und da sträube ich mich halt vor, dass ich sage, ich möchte kein Elvis-Imitator sein, sondern ich bin halt ein Elvis-Performer. Und nur mein ganzer echter Schmuck. Genau, und Priscilla. Und Priscilla
oder? Ja, genau. Sollen daran erinnern. Ja, und ansonsten versuchen wir da einfach Freude und Spaß und die Leute in, so in den Bann zu ziehen. Das ist viel Mehrwert. Im Vorgespräch hast du auch noch gesagt, dass du auch in, schon da warst bei ihm in Memphis, ne? Das ist der Wahnsinn. Da dreht sich alles, überall. Da gehst du aufs Klo, über ein Pissoir hängt ein Elvis-Plakat. Also alles, überall. Die ganze Stadt Memphis ist voll gekleistert mit Elvis. Da wird so viel Kohle mitgemacht mit dem, der schon so lange tot ist. Ja, ist er ja eigentlich nicht, ne? Sitzt ja, natürlich hier. Nicht. Genau. Aber das ist unfassbar. Also das ist immer noch so ein Kult und geil. Unglaublich, unglaublich, diese Stadt. Ja, cool. Und ich war ja dann eigentlich auch an meinem eigenen Grab, kann man sagen. Wer kann das schon von sich behaupten? Schön. Sieht schön aus, wahrscheinlich. Ja. Schön gepflegt. Ja, ja. Okay. Ey, Carsten, ich freue mich total. Jetzt kommen wir zu dem Set. Ich gehe jetzt mal kurz rüber, schalte das mal um. Oh, Benni ist auch da. Ja, Benni, ne? Ja, ich darf den Anzug tragen. Es ist doch eine große Ehre. Geil, oder? Ja, Benni? Ja. Genau. Also wir gehen jetzt rüber. Ihr bleibt schön dran. Und dann hören wir jetzt ein wunderbares Set von, hast du einen DJ-Namen? Ach, King Keber können wir so lassen, ne? Ja, genau. Dieser King Keber. Genau, also, bleibt dran, bis bald. Ich auch mal drüber? Ja.